Und jetzt ab in die Schule. 96% der Deutschen haben mindestens den sogenannten Quali oder einen höheren Schulabschluss. Aber würden Sie den Hauptschulabschluss auch noch mal bestehen, wenn Sie ihn völlig unvorbereitet schreiben müssten? Also quasi jetzt? Das haben wir unserem Reporter Maurice zugemutet. Wie es ihm dabei ergangen ist, das sehen Sie jetzt. Und machen Sie doch einfach mal mit. Warum Sie heute hier sind, davon haben diese drei keinen blassen Schimmer. Wir klären sie auf. Ihr drei macht heute noch mal den Hauptschulabschluss. Das ist dein Ernst, oder? Oh Gott, das kann doch nicht wahr sein. Das war wirklich mein erster Gedankengang, weil ich ja ganz oft träume, dass ich mein Abitur noch mal schreiben muss. Und das ist wirklich kein schöner Traum. Begeisterung sieht anders aus. Aber noch scheinen alle drei motiviert. Es ist auf jeden Fall machbar, trotzdem hatte ich immer Prüfungsangst. Ich denke, es wird schwierig. Bei Mathe werde ich abgucken, bei dir oder vielleicht bei dir. Das ist nicht so schwer, du musst nicht abgucken. Das habe ich letztes Jahr gemacht, aber wahrscheinlich schaffe ich dieses Jahr auch. Unsere Kandidaten. Maurice, Galileo-Reporter, hat sein Abitur vor 15 Jahren geschrieben. Mahdi, Schüler, seit 2 Jahren in Deutschland, hat letztes Jahr seinen Quali gemacht. Chiara, Verkäuferin. Bei ihr ist der Quali 8 Jahre her. Normalerweise dauern die Prüfungen für den Abschluss der Mittelschule, wie die Hauptschule in Bayern heißt, mehrere Tage. Unsere drei Kandidaten müssen heute nur eine verkürzte Prüfung bestehen. Mit den gleichen Fragen und dem gleichen Schwierigkeitsgrad. Ich möchte heute bestehen. Also mein Ziel ist es, heute zu bestehen. Ja. Und mindestens so gut zu sein wie... Macht die? Ja, wir werden ja 3 Fächer schreiben: Deutsch, Mathe und GSE. GSE ist Geschichte, Sozialkunde, Erdkunde. Um den sogenannten Quali zu bestehen, brauchen alle drei mindestens eine 3,0. Chiara, die Luft wird dünn für uns beide. Hat Mahdi den Abschluss schon so gut wie in der Tasche? Maurice scheint das so zu sehen. Also ich glaube, dass es für Mahdi am einfachsten ist. Der hat das erst geschrieben vor einem Jahr. Chiara hat gerade eben gesagt, Mathe war nie so mein Problem. Na toll, wie sehe ich denn jetzt hier gleich aus? Weil Mathe war immer mein Problem. Aber dafür werde ich sie in GSE hart schlagen. Ich finde, GSE ist irgendwie so ein Fach. Allgemeinwissen sollte irgendwie vorhanden sein. Und wenn dann so gewisse Sachen aus der heutigen Zeit irgendwie nicht da sind, dann wird es peinlich. Wahrscheinlich wird mir nicht so schwer fallen heute. Rund 60-70% eines Jahrgangs schaffen die Prüfung auf Anhieb. Wie schätzt Lehrer Benedikt Sturm die drei ein? Ich glaube, alles in allem werden sie es schaffen. Also wenn die 3 Prüfungen durch sind, glaube ich, dürften sie diesen 3-0-Schnitt schaffen. Na dann, los geht's mit Deutsch. 30 Minuten haben die drei für die Beantwortung der Fragen aus den Bereichen Grammatik, Rechtschreibung und Sprachverständnis. Und ab jetzt geht's los. Viel Erfolg wünsche ich euch. Wie in der regulären Prüfung dürfen unsere drei Kandidaten ein Wörterbuch zu Hilfe nehmen. Ich dachte ja, Deutsch ist eigentlich einfach. Das Buch hilft überhaupt nicht. Mahdi, der erst seit 2 Jahren Deutsch spricht, wirkt dagegen souverän. Dann entdeckt Maurice ein Schlupfloch. Aufgabe 4 verrät etwas für Aufgabe 2. Aber es dürfen die anderen nicht wissen. Gerade noch Oberwasser bringt die nächste Aufgabe Maurice schon aus dem Konzept. Die Bestimmung verschiedener Wortarten. Ich kannte gar keine Wortarten. Ich musste erst mal ganz schön tief grübeln und überlegen, was war da noch mal? Dann fiel mir sowas ein wie Verb, Adjektiv, Attribut, Nomen, Substantiv. Hätten Sie es gewusst? Welches Wort gehört zu welcher Wortart? Und jetzt die Lösung. Auch korrekt, die deutschen Bezeichnungen Begleiter, Bindewort, Eigenschaftswort sowie Tunwort. Und Mahdi? Bei mir hat es gut geklappt, weil ich wusste die Wortarten. Trotzdem ist Maurice als erster fertig. Gutes Zeichen, oder? Letzte Problemchen dagegen bei Chiara. Eigentlich bin ich schon auch durch, aber ich bin mir unsicher. Deswegen überfliege ich lieber alles noch mal 5-mal. Teil 1 der Prüfung ist beendet. Zeit für ein Zwischenfazit. Das war jetzt nicht so schwer. Und
zumindest meine Einschätzung, es kann natürlich sein, dass jetzt, wenn der Rotstift kommt, alles ganz anders aussieht. Aber das ist erstmal ein guter Start, gibt einem erstmal ein gutes Gefühl für Mathe. Wahrscheinlich habe ich so ein paar Schreibungsfehler, weil ich die Wörter nicht auswendig kenne. Weiter geht's mit Mathe, Moris Lieblingsfach. Zur Erinnerung, um zu bestehen, müssen die Kandidaten im Durchschnitt auf 3,0 kommen. Wie würden Sie abschneiden? Raten Sie doch mal mit. Wenn 6 Flaschen 4,20 Euro kosten, wie viel kosten dann 10? Wichtigster Teil der Aufgabe, der Rechenweg. 4,20 Euro durch 6 Flaschen ist gleich 70 Cent, mal 10 ist 7 Euro. Maurice bereitet dieser vermeintlich einfache Dreisatz ernste Probleme. Ich war mir zwar sicher, das sind 7 Euro, aber ich konnte es nicht beweisen. Das war total absurd, ich hatte so eine Barriere im Kopf. Und dann, als es endlich besser läuft, die nächste Hiobsbotschaft. Ich will dich nicht demotivieren, aber mach dir es schon auf Seite 5. Mhm. Seite 6. Ich bin auf Seite 3. Ich bin auf Seite 3. Und wie sieht es bei Chiara aus, die früher laut eigener Aussage ganz gut in Mathe war? Ätzend. Dann mal volle Kraft voraus. Nur noch 10 Minuten. Auch diesmal dürfen die Prüflinge übrigens eine Formelsammlung zur Hilfe nehmen. Hast du da was in der Formelsammlung gefunden? Nee, damit fange ich jetzt an. Und obwohl ich ein Buch dazu hatte, hat mir das überhaupt nicht geholfen, weil ob das Buch da liegt oder nicht, du musst auch das Buch verstehen können, das habe ich nicht. Klingt ja aussichtsreich. Macht die dagegen souverän wie eh und je. Sein Kommentar zu den Schwächen seiner Mitstreiter? Das ist schade. Neue Runde. In GSE sieht Maurice seine große Chance. Die Prüfung besteht aus einem mündlichen und schriftlichen Teil. Schwerpunkt im Schriftteil: Geschichte. Benenne jeweils einen Lebensumstand aus dem Text und dem Bild. Ja, nun gut. Im Bild könnte ich auch feststellen, alle tragen lange Klamotten. Es muss wohl Winter sein. Aber das ist bestimmt nicht die richtige Antwort auf die Frage. Richtig wäre Armut und Trauer der Kinder. Alles nicht so einfach. Und ich habe es damals in der Schule auswendig gelernt und keine Chance. Also wenn ich da 2 von 27 richtig habe oder überhaupt ausfüllen kann, dann ist es ein Highlight. Normalerweise bereiten sich die Schüler etwa ein halbes Jahr auf den Abschluss vor. Welcher Bereich aus den Fächern Geschichte, Sozialkunde und Erdkunde abgefragt wird, wissen aber auch sie nicht vorab. Ich dachte, da kommt so eine Karte, wo man irgendwie Hauptstädte einträgt oder Flüsse benennt oder sowas. Ich war super in Stadtlandfluss. Ich bin richtig gut in Stadtlandfluss. Ja, glaube ich dir auch. Bringt dir das leider nicht viel. Aber Chiara wittert ihre Chance. Wer gut in Erdkunde ist, muss doch auch in Geschichte was drauf haben, oder? Ich darf dir nicht helfen. Ist schon okay. Ich muss besser sein als Mahdi. Schön. Mahdi zeigt sich unbeeindruckt vom Konkurrenzkampf der anderen. Ich vermute mal, weil die anderen so seit langem nicht auf die Schule waren und so. Ich glaube, meine Note wird so besser fallen. Aber da hat er nicht mit Maurice gerechnet, der unbedingt Klassenbester sein will, zumindest in GSE. Der Wettkampf geht weiter, in der mündlichen Prüfung. Gut, Maurice, okay. Aufgabe 1, schreib mir bitte stichpunktartig 4 Merkmale von Entwicklungsländern auf. Das klappt ganz gut. Doch dann wird's knifflig. Namen und Jahreszahlen sind gefragt. Kannst du mir sagen, in welchem Jahr das Grundgesetz der BRD verabschiedet wurde? 1949? Okay. Ich weiß es echt nicht. Okay. Und wer war der erste Bundeskanzler? Konrad Adenauer. Gut. Konrad Adenauer. Konrad Adenauer. Der erste Wirtschaftsminister? Ludwig Erhard. Okay. Wirtschaftsminister, der ist dir entfallen. Und Sie? Könnten Sie zum Beispiel die Lebensunterschiede zwischen der BRD und der DDR aufzählen? Im Osten war theoretisch der Sozialismus das Wirtschaftssystem. Da hat auch eine Partei eine große Rolle gespielt. Ja, die SED, glaube ich. Wie war das Leben in der BRD?
Wie war es in der DDR? Ich habe mich damit nie beschäftigt. Keine Ahnung. Es war einfach nur ein Schock. Ich wusste genau, dass ich mich einfach blamieren werde, auch gegenüber den anderen zwei. Das war mir von vornherein klar, ja. Aber noch ist doch nichts entschieden. Lehrer Benedikt Sturm berechnet jetzt den Durchschnitt aus allen Prüfungen. Ich glaube wirklich nicht, dass es für eine 3 gereicht hat, dass ich jetzt den Quali hätte bestanden. Und wie schätzen die beiden anderen ihre Chancen ein? Wie sieht Maurice sich im Vergleich zu Mahdi? Ich glaube, es ist realistisch, gleich gut zu sein. Besser weiß ich nicht, weil Mahdi ist einfach so ein Mathe-Ass. Und ich bin wirklich so ein Mathe-Loser gewesen. Ich glaube, das könnte sich vielleicht ausgleichen. Aber ich glaube, Mahdi hat mindestens noch eine Nase Vorsprung. Jetzt schlägt sie, die Stunde der Wahrheit. Wer hat ohne Vorbereitung einen Durchschnitt von 3,0 und damit den Quali bestanden? Chiara, wir fangen mit dir an. So leid es mir tut, du hast nicht bestanden. Du hast einen Durchschnitt von 4,0. Ja, krass, aber okay, ich nehm's jetzt so hin. Chiara hat mit Deutsch einen guten Start hingelegt, aber schon in Mathe erste Schwächen gezeigt. In GSE konnte sie dann gar nicht mehr punkten. Leider durchgefallen. Vor 8 Jahren hat Chiara ihren Abschluss mit 1,4 bestanden. Ihr Fazit heute? Aber jetzt so Geschichte oder so, das habe ich jetzt einfach selber für mich gesehen, dass man da einfach mehr wissen sollte, definitiv. Weil es gibt immer mal Situationen, über das man redet. Und wenn man dann nichts weiß, ist einfach unangenehm. Und Maurice, der vor allem besser sein will als Mahdi? Machen wir weiter mit dem Maurice. Gott, ich bin aufgeregt. Bestanden. Du hast jetzt einen Durchschnitt von 2,0. Das war ein Schwitzer, echt? Quatsch, nein, das überrascht dich wirklich. Maurice hat in Deutsch eine glatte 1. In seinem Hassfach Mathe immerhin eine 3 geholt und in GSE völlig unvorbereitet eine 2 geschrieben. Respekt. Glückwunsch. Aber Maurice ist der Hauptschulabschluss nicht in den Schoß gefallen. Ich glaube ja, dass der unterschätzt ist. Also gerade den Mathe-Bereich, der hat mich jetzt wirklich überrascht. Ich dachte, der wäre einfacher, aber ich fand den schon ganz schön anspruchsvoll, gerade auch innerhalb der Zeit. Bleibt noch Mahdi, den Maurice ja schlagen wollte. Wir erinnern uns. Mein Ziel ist es, heute zu bestehen. Ja. Und mindestens so gut zu sein wie Mahdi. Ich muss besser sein als Mahdi. Ich glaube, meine Note wird so besser fallen. Wer hat die Nase vorn? Maurice oder Mahdi? Der Mahdi hat auch bestanden mit 1,66. Also, Mist. Ziel knapp verfehlt. Mahdi war einfach zu gut. Mit einer 1 in Deutsch und Mathe ging er in Führung. Aber in GSE war er nicht ganz so gut wie Maurice. Trotzdem bestanden als Klassenbester. Das ist ganz freulich ist, dass ich so gute Note bekommen habe. Ja, ich habe auch mir Mühe gegeben. Rund ein Drittel besteht die Prüfung nicht, in unserem Test genauso wie in der Realität. Für unsere drei war es ein lehrreicher Tag. Denn wie heißt es so schön? Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.